Vom Leben der Natur. Diese Woche Wildnis zwischen barocker Ordnung. Der Kulturvermittler Michael Zisser erzählt über die Wildkräuter im Park von Schloss Schönbrunn. Heute Löwenzahn. Weit verbreitet und wohltuend. Was wir hier versuchen am Gelände von Schönbrunn, ist ein bisschen die Quadratur des Kreises. Wir haben hier einen gepflegten Park, dessen Hauptteile zurückgehen auf die barocke Zeit, wo die Adelskreise Europas sich gefallen haben darin, schöne symmetrische Gartenanlagen anzulegen, eine Heerschar von Gärtnern beschäftigt haben und geschaut, dass nur alles das, was man will, auch dort wächst. Nichts in der Natur bleibt, wie es ist. Das heißt, es ist eine ständige Arbeit dran. Sobald ich hier einmal kurz nicht mähe oder einmal nicht ausrupfe oder einmal nicht umgrabe, ja, kommt sofort das Wilde raus. Und plötzlich ist man damit konfrontiert, dass da eigentlich ein Urrecht dahinter steht, einer alten Natur, die diesen Platz ursprünglich ja hatte. Sobald man auf den Gloriethügel raufgeht, ist man eigentlich schon in einem Waldgebiet. Und in diesen Waldschneisen, wenn man da durchgeht, dann hat man im Grunde genommen eine sehr ähnliche Diversität wie im nahen Wienerwald. Der Pollenflug vom Westen her ist relativ stark vom Wienerwald. Ursprünglich war ja das Jagdgebiet, bevor das zum Park wurde. Und ich würde Menschen halt auf dieser Tour ein bisschen zurückführen in die Zeit, bevor das ein Park wurde. Also einfach um die Ecke gehen und plötzlich im Wald stehen und genau mit dem Gefühl eben dort wirklich eine Wildkräuterwanderung zu machen. Was wir hier natürlich machen, ist offiziell genehmigt. Ja, also das ist auch wichtig, das dazu zu sagen. Also nicht nur sind wir versichert, egal wo wir hinkraxeln, sondern wir haben auch offiziell das Recht, die Wege zu verlassen für diesen Zweck. Das gilt im Grunde genommen normalerweise nur für die Gärtner und für die Eichhörnchen. Und es ist auch nicht angezeigt, dass das jemand jetzt von sich aus auf eigene Faust macht. Nicht nur wegen der Verletzungsgefahr, weil es ist zum Teil relativ unwegsam da drinnen, sondern auch, weil es eben offiziell nicht gestattet ist. Wir sind hier auf einem Boden der Bundesgärten. Und natürlich ist es so, dass wir hier nicht sammeln. Es wäre auch technisch der falsche Platz, weil erstens einmal sind wir trotzdem in einer Großstadt, sonst haben die ganzen Umwelteinflüsse drauf. Und zweitens natürlich ist der Park begangen von tausenden Menschen jeden Tag. Und da ist natürlich auch die Reinheit des Sammelgutes nicht immer gewährleistet. So, wir stehen jetzt hier ein kleines Stück neben den Neptunbrunnen auf dem nach oben Richtung Tirolerhof gehenden Weg. Und direkt an diesen Wegrändern, die geschottert sind, natürlich wächst überall was raus. Hier ist es eine schöne Kolonie Löwenzahn, der natürlich um die Jahreszeit nicht mehr blüht, wohl aber zu erkennen ist. Löwenzahn zu erkennen ist normalerweise kinderleicht, sagt man, wobei man sagen muss, es gibt viele Pflanzen, die ähnlich sind wie der Löwenzahn. Es gibt die Habichtskräuter, es gibt das Bitterkraut, es gibt das Ferkelkraut und vor allem gibt es die Pipau-Arten. Vielleicht kennen Sie das, wenn man in der Wiese steht und dann steht dort eine Pflanze vor einem, die ausschaut wie ein größenwahnsinnig gewordener Löwenzahn. Die Blüten schauen aus wie vom Löwenzahn, die Blätter, aber es ist viel zu groß und hat viel zu viel Stängel. Das ist normalerweise der Wiesenpipau. Der, wenn man ihn verwechselt mit dem Löwenzahn, einen nicht schaden kann. Der tut einem nichts, aber schmeckt halt auch nicht. Relativ leicht erkennen kann man das an der Oberfläche der Blätter. Also die Unterseite beim Pipau ist rau, während die vom Löwenzahn immer ganz glatt sind. Eine eindeutige Erkennmethode überhaupt des Frühlingslöwenzahns ist natürlich der hohle Stängel. Denn wenn man den bricht, kommt dieser leichte Milchsaft raus. Meine Empfehlung ist immer, Löwenzahn frisch und roh zu essen. Der Löwenzahnsalat in der Hauptblütezeit ist was Herrliches, kann man zu jedem Essen kombinieren. Mein Lieblingsrezept ist mit Olivenöl und ein paar Nüsse dazu. Herrlich. Der Löwenzahn harmonisiert den gesamten Körper, auch für die Leber sehr gut. Diese gelbe Blüte, ja, aus der alten Signaturlehre heraus ist das eine Jupiterpflanze, eine kraftspendende, eine sonnenverwandte Pflanze. Reinigt das Blut, leitet aus, stimuliert natürlich auch das Harnlassen. Umsonst hat der Löwenzahn auch im Volksmund den Namen Pissblume gehabt. Das ist übrigens einer der Kräuter, die im deutschen Sprachraum die meisten Volksnamen haben, über 600. Das zeigt auch schon seine Popularität an und diese Omnipräsenz an jeder Wiesenstädter Löwenzahn. Und gerade deshalb sollte man ihn nicht missachten, sondern verwenden. Löwenzahnwurzel gehört in jede Magenbittermischung rein. Die Wurzel selber kann auch getrocknet und gerieben als Kaffeeersatz verwendet werden. Und die ganze oberirdische Pflanze mit Blättern, Blüten und Stängel kann man so, wie sie es essen. Und hat dann also auch wirklich sich selber was Gutes getan. Morgen um 5.09 Uhr, bei Fuß und Wermut. Unauffällig, aber wirkungsvoll.